Die Bollwerk-Dämonen halten eine Menge aus, also die sind etwas stabiler. Die haben 12 Millionen, ja. Wo kann man das einstellen mit dem Schaden, mit den Zahlen, wie viel die haben? Wieso? Ich möchte das auch sehen. Gute Frage. Wo bist du überhaupt? Wahrscheinlich Gameplay. Man müsste da irgendwo anzeigen von. Hör auf, pass, hier ist ein Gegner mit. Hier ist ein lila Gegner. Oh ja. Oh ja. Ich hatte gerade oben gekämpft wegen Zeit von seinen Dienern. Legendäre Schulter. Cool. Erstmal hinspringen. Ich brauche mehr Zeit. Einfrieren und Gift ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, dann kann ich das nicht kompensieren, weil ich auch Leben regeneriere, wenn ich Gegner antreffe. Aber cool, wenn ich... Oh, shit. Warte mal. Nö, lasst... Oh. Ich hätte es hingekriegt. Bam. Eure Tapferkeit. Ich bin nun noch geschickt. Und Paragon 8. Mann, ich bin immer noch nicht weiter. Ich hab jetzt schon über 8 Level-Ups. Einfach so. Und du noch nicht mal ein. Oder zwei. Boah, krass. Das ist gar nicht mal so toll. Dann zeig mal. Obwohl, naja, es geht so, ne? Todeswachtmantelung. Klingt cool. Ist aber scheiße. Ah, dieses 30%-Ding ist recht cool. Das muss ja auch gegen meine geniale Rüstung antreten. Bei meiner anderen Rüstung hätten wir unwesentlich weniger Stats und dafür hat sie noch. Dolchfächer ist übrigens die Fähigkeit, die ich auch habe, theoretisch. Ja. Ich hoffe, dass das viel bringt. Ein bisschen weniger Widerstände, mal gucken. Muss ja wirklich jede Waffe einsammeln. Jeden billigen Rotz. Findet man das überhaupt noch hier? Achso, ja. Oh Gott. Was zum Teufel? Kolossaler Golgor, war das nicht ein kolossales Märchen? Ihr kommt zu spät. Okay, tschüss. Noch nicht bereit. Ich glaube, dieses Dolchfächer-Ding ist recht cool. Das könnte dir denn. Ja, du bist ja relativ im Nah. Moment, fehlt nicht noch was? Sind wir schon bei der Brücke? Mann, ist das ein Glen. Aua. Jetzt stockt das hier. Ich hab. Hä? Ah, jetzt geht's weiter. Müssen da unten nicht noch irgendwo Kriegsmaschinen sein oder müssen wir erst darüber gehen? Offensichtlich müssen wir erstmal rüber. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass wir jetzt erstmal die Belagerung haben. Boah, eigentlich eine bessere Armschiene. Deswegen muss ich jetzt jeden Scheiß mitnehmen. Herausforderung? Noch nicht bereit.
Oh. Wollt ihr noch mehr? Hälfte ist mal tot. Hälfte konnte auch nichts. Kämpfe gegen halbwegs was wie Gegner, also passt. Ah, die kann er jedenfalls Angst machen. So eine Illusion haben sie jedenfalls nicht gehalten. Paragon 9. Ja. Ist soweit. Endlich, jetzt kriegst du Erfahrung ohne Ende. Schieß. Was für ein Begleiter? Das ist nicht so verkehrt. Rampage hört sich ja auch cool an. Dann. Das hat drei Sockel. Gefährte habe ich nicht, könnte ich aber auch ersetzen. Jo, ich glaube, das mache ich. Schaden. Meine Zähigkeit nimmt immer weiter ab. Trotzdem habe ich noch 400.000 Schaden. Ich gehe mal kurz zur Stadt. Ich socke mal Amethyste rein. Weil ich mal gucken will, wie das aussieht. Ob sich das überhaupt lohnt. 181.000 bei Schaden. Glaube ich, was gebracht. So, meine Zähigkeit wieder hochgedopt auf 388.000. Ne, 3.884.000. Mein Leben ist es 464. Mehr Amethyste habe ich leider nicht hier. Die ich noch verschmelzen kann. Da brauche ich noch ein bisschen mehr. Was könnte ich da sonst noch einsockeln? Geschicklichkeit wäre ja mal eine notwendige Lösung. Haben wir da drei für? Ja. Shit. Bin natürlich nicht. So, 181.000. Jetzt 183.000. 185.000. Meine Zähigkeit auf 3.918.000 angestiegen. Meine Erholung im Start allein 527.000. Das ist doch einfach mal nicht schlecht. So, den Eiterspeier packe ich mal hier rein. Der macht einen Unterschied nur noch von 0,1 Zähigkeit. Also das ist schon mal ein guter Tausch gewesen im Umkehrschluss. Ich soll es entfernen. Ah, hier einfach keine gute Waffe gecraftet. Ich glaube, die musst du tatsächlich finden. Ja, es hätte ja schon gereicht, wenn ich da nur einen Wert austauschen muss oder so. Mist, mir fehlt's immer noch an dieses lächerliche Material. Huch. Den brauche ich nicht mehr. Bis zu uns geschafft. Habt
ihr Interesse an neuen Waren? Verzaubern. Was war denn scheiße? Was muss weg? Gefährde. Gefährde nutze ich nicht. Das muss weg. Stachelfalle. Plus 11% Leben. Warum nicht? Jetzt habe ich 509.000 Leben. Meine Zähigkeit auf 4.296 angestiegen. Ein bisschen übertrieben. Jo, das Leben, ne? Ich sag, also ich... Man kann fast sagen, ich bin so zäh wie Diablo im Hardcore-Modus. Mehr oder weniger. Gucken, was könnte man noch erweitern? Ein zweites Teil von diesem Set wäre nicht schlecht. Ich glaube, Vermächtnis des toten Mannes, den Köcher, werde ich wohl nie wieder ablegen. Also das Ding ist einfach nur, das ist der Hammer. Mit dem Mehl, der ist nur auf Mehrfachschuss ausgelegt. Ja. Ich habe neue Transmogri gekriegt. Was war denn das denn? Die war schon mal nicht, glaube ich. Die war's. Cool. Die ist ja genau auf Reaper of Souls zugeschnitten, das Ding. Oh Gott, mach bitte den Helm weg. Wenn wir schon dabei sind, können wir die Hose auch gleich mal anmalen. So, sonst hat er das glaube ich nicht. Den rüste ich nochmal auf. Ah, cool. Etappenpunkt. Komme ich bei Etappe 3 oder 2 an, brauche ich nur noch ein Ziel erfüllen wahrscheinlich. Können auch einen Ring machen oder sowas. Mir sind die Ringe aber vom Level ziemlich schlecht. Ja? Ja, ich glaube, das höchste, was man so kann, ist irgendwie auch schon 40. Aha. Gar nichts. So, kurze Unterbrechung. Komm hier raus, direkt Gegner. Weit bist aber nicht gekommen. Nö, ich habe eine Truhe aufgemacht und dann kamen die Viecher an. Hier oben. Oh cool, da ist nur Armschienen rausgekommen. Hat sich ja gelohnt. ...225.000 Schaden mache ich. Also, weg ist Qual 1 gar keine Schwierigkeit mehr für mich. Meine Brüder im Seelenstein verlieren langsam die Geduld. Ja, ich höre sie sogar hier unten. Das ist irgendwie lustig. Ich kann so eine ganze Armee von diesen Viechern besiegen. Und dann bleibt noch zwei übrig und für die brauche ich genauso lange wie für die 15 davor. Und doch sind sie
guck mal. Dies ist nicht ihre Zeit. Dies ist das Zeitalter der Sünde. Oh, Truhe oben. Oh, Gegner oben. Ja, verseucht. Verseucht und einfrieren, ne? So haben wir das gerne. Ja, wie immer. Der mal Meteore geschickt. Also seine Diener halten nichts aus, die sind Kanonenfutter. Guck mal, hier stehen in der Verseuchung. Passiert, mir macht das überhaupt nichts. Gleichzeitig. Oh, jetzt habe ich ja gleich doch gleich ein paar mehr Punkte zu ersetzen hier. Für den Hexendoktor. Hex Speed Critical Hit Chance. Oh. Okay. Ich glaube, ich werde meine Fähigkeiten jetzt nie wieder verändern. Okay. Das könnte jetzt die ultimative Formel sein für alles. Das werdet ihr nicht überleben. Schatzgoblin unten rechts. Oh, der kommt ja nicht mehr raus. Wäre da in die andere Richtung gelaufen wäre, ja. Einfach. Oh, waren da viele Kristalle, ey. 4 Stück. Ja, das war eine Menge. Boah! Aber nichts Weltbewegendes. Es war ein Schwert, was richtig viel Schaden macht, aber es hat leider richtig schlechte Werte, was Lebensregeneration angeht. Oh! Ist das hier gut? Hab ich die Idee? Für mich nicht. Minus 6,6, okay. Minus 15,2 auf Zähigkeit und plus 1,1 auf Erholung. Also, die hier mal inspizieren, ja? Das kommt gegen das hier nicht an. Ah, 2200. Dann ganz viel Geschicklichkeit, da. Und viel Schaden. Da macht das Ding nur Kälteschaden. An und für sich eine schöne Waffe, weil sie früher gekommen. Ja, ne? Das hätte dann eine Waffe sein können, die ich hätte haben können, bevor ich halt den streitbaren Speer gefunden hätte. Oh, hier sind ja zwei Waffen, die wir 3000 machen. Okay.
einmal 3000, einmal 34.000. Ich empfehle. Also ich hab bei der Etappe, was? So, noch drei offene Ziele. Da müssen wir aber komplett durch sein, auch mit Reaper of Soul. Offene Ziele, was sind das für Ziele? Ursel töten, wer auch immer das ist. Nichts verraten. Ich weiß, wer das ist. Kopfgürtel abschließen und Nephalem-Portale machen. Hm. Dazu müssen wir das Spiel einmal komplett durchspielen. Ja. Also wer dabei? Mag halt ganz schön nachzuleveln. Ja, stimmt. Okay, das war's. Ich glaube, ich habe meine Beute gefunden. Ich konnte es auch nicht zu Ende hören. Ja, wie es aussieht, müssen wir eigentlich über die Brücke gehen. Dann schon erst danach. Ein bisschen mehr Gold wäre nicht schlecht. Unten waren wir noch nicht ganz. Was ist denn das für ein erbärmlicher Angriff? Kommt von oben und speit einen Feuerball nach unten. Das wird von meinen 509 Leben einfach absorbiert. Das habe ich auch 371. 1000? Oh, wie süß. Ja. Du hast 400.000, du hast 500.000 oder nicht? Hm? Oh, immer diese Tieflinge heute. Es gibt bestimmt Regen. Ach, jetzt habe ich ja auch noch Leben pro Hit. Ja, dann machen wir das doch mal. Magie von Bonus nur 10%. Bringt mich nicht zum Lachen.